Fortschritte. Endlich macht ihr Fortschritte. Iserun ist der Gargyl-Frage nachgegangen und konnte mit dem Analysemagier Iolaos klären, was diese Kreaturen antreibt. Dämonisch erschaffen tobt nun in ihrem Inneren ein Krieg gegen die Feen. Bis dieser nicht entschieden ist, soll wohl keine Gefahr von ihnen ausgehen. Feischer Limbus innerhalb von Gareth. Magister Iolaos rät zur Beobachtung, ein neues Forschungsgebiet, was sich hier aufgetan hat. Zeitgleich kann er, der Magier von den Zyklopeninseln, die Schatten um die Sekte etwas auffächern. Gold, Purpur, Ratten, Fleischopferung. All dies sind die Zeichen einer unbekannten Sekte, die Dereweit operiert und die der Welt ihre Doktrin aufdrücken will. Brandgefährlich und anders, vielgesichtig. Die Zahl der Frevler ist Myriade, die Zahl der Erzfrevler ist Legion, die Zahl der Gottfrevler ist größer, denn jeder Sterbliche ahnt. Derweil sind Abelmir, Rafim und Yalan auf dem Weg in die Stadt des Lichts. Namenlose Zweifel nagen an ihnen allen. Yalan hinterfragt sein Selbst. Abelmir nagen düstere Gedanken und Rafim will wissen, was auf der Dämonenarche passierte, ob Yalan jemals einäugig war. Namenlose Zweifel nagen an euch. Je mehr Fortschritte ihr macht, je mehr ihr herausfindet, desto klarer wird die Linie. Nicht mehr unscharf oder unbestimmt, sondern auf etwas hindeutend, was euch Angst macht. Später Nachmittag. Erster Erdtag, Ingrim 1027 nach Bosbarans Fall. 1028 Jahre nach der Verbrennung der Märtyrer. Und so beginnen wir. Ach, verehrte Kollege, wir müssen auf schnellstem Weg eure Gefährten, unsere alten Gefährten, zusammen trommeln. Ja, doch, da habt ihr recht. Doch, wir müssen vorsichtig sein, sehr vorsichtig. Selbst denen, die wir nahe zu stehen glauben, dürfen wir nicht vertrauen. Ihr solltet auch mir nicht vertrauen, so wie ich euch auch nicht vertrauen sollte. Ja, es ist kompliziert. Was? Wovon redet ihr? Die Saat des Verrats, der Ratten ist, sitzt tief, ist nicht zu erkennen. Und jeder kann ihr heimfallen. Das ist erschreckend, aber ich würde doch meinen, dass gerade wir beide genügend Training hatten, um so etwas nicht einfach so an uns heranzulassen. Oh, ich fürchte, die meisten Opfer der Ratten haben gar keine Wahl. Und es ist wie ein Imperavi, der auf einen wirkt. Ein Imperavi, der nicht aufgehalten werden kann. Was für ein Dämonenzeug. Gut, wollt ihr dann hier warten, während ich die anderen holen gehe? Sie wollten zu dieser niedergebrannten Kaserne gehen. Ich denke, ohne mich seid ihr ein wenig schneller unterwegs. Mein Bein. Natürlich, natürlich. Kollege Gorbas wird euch sicher gerne die Treppe runterhelfen, wenn ihr denn hier mit der Analyse fertig seid. Ja, seid aber vorsichtig. Bei der zweiten Stufe links, da ist etwas abgebröckelt. Ich bin fast gestürzt. Oh, wie schrecklich. Nun, kommt er. Ja, ich konnte mich noch gerade auf meinem Magierstab halten, müsst ihr wissen, aber es war knapp. Sehen wir mal, was noch von den Unterlagen und den Büchern noch übrig ist. Vielleicht können wir etwas retten. Ja, die Bücher. Ihr habt recht. Tut das gerne. Kommt, ich stütze euch. Und Eddard Gorbas versucht dich zu stützen. Es klappt nicht so gut. Ja, habt aber ganz schön zugenommen, Iolaos. Habt ihr wieder ein Kekschen zu viel gegessen? Seid ihr? Oh, ich kann mich nicht zurückhalten. Schrecklich. Und solange es Kekse gibt, muss man sie essen. Ja, richtig. Ich hatte erst neulich einen Butterkeks, muss ich euch sagen. Einen ausgezeichneten Butterkeks. Oh, wahrlich. Nun, ich mag ja eher die Haferkekse. Fräulein von Spogelsen, wie stehen Sie zu Keks? Habt ihr jemals die Kekse von Witwe Prutz gegessen? Witwe Prutz? Ist mir gar unbekannt. Aber mir ist Vermieterin. Ach, sie backt. Wie eine Göttin. Oh ja, wirklich? Oh, wir müssen sie unbedingt treffen. Von Herr Moren ist die Vermieterin? Ja, das, genau. Das kann ja nur Scharlatum sein. Hoffentlich, was ist das denn für eine Dame? Kann die sich seinem bösen Blick entziehen, seinem dämonischen Werk tun? Das denke ich doch. Also sie wirkte sehr resolut. Im Moment ist sie natürlich außerhalb der Stadt bei Verwandten im Süden. Aber sie wirkte, also Abelmir wirkte eher so, als ob er
ihre Befehle entgegennimmt und so. Ach, ein bisschen wahrlich. Pantoffel-mäßig. Kaios leuchtet noch auf sie herab, um sie zu retten vor Abemils bösen Einfluss. Ja, ja, sie ist eine wahre Seelenretterin, würde ich sagen. Nun dann hoffen wir, dass sie bald wieder zurückkommt, um wieder eine strenge Hand über Herr Jamorenes zu führen. Eine sehr strenge Hand. Ich denke, er hat es nötig. Und er braucht eine bessere Hälfte. Nein, ich werde einmal den besagten Kollega dazu holen und den Rest der Gefährten auch. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, wir sind im Studienzimmer. Ja, richtig. Links oder das rechte? Ich bevorzuge ja das linke, da ist die Bücherei etwas größer. Nehmen wir das linke. Ja, Isarun macht sich auf davon. Isarun macht sich auf den Weg zur Kaserne. Ja, wenn du heraustrittst aus der alten Residenz, die mittlerweile ja immer mehr Zelt und Fahnen mehr wird, ihr könnt sehen, wie wohl auch die Bauarbeiten voranschreiten. Viele, viele Trümmer, die beiseite geschafft werden, und Gareth soll wieder aufblühen, aufleben gelassen werden. Als du dann heraustrittst auf den kurzen Platz, guckst, kannst du sehen, wie da wohl über die Trümmer gerade rübersteigen Rafim und Yalan, und auch Abelmir ist dabei. Haben wohl gerade Probleme, dem hinkenden Rondrianer, der sich als der schwarze Paladin vorgestellt hat, oder Paladin von Grangor, hinüber zu helfen. Mit unbekanntem Ziel kommen sie euch also entgegen, haben dich noch nicht entdeckt. Ja, Isarun steckt sich mal zwei Finger in den Mund und stößt einen gellenden Pfiff aus. Winkt. Oh. Hey, hier drüben! Bei uns 12 Göttern, erschreckt uns doch nicht so. Also wirklich? Ist doch mitten am Tag. Also, wo habt ihr euch diese Unsitte angewöhnt, halt, mit den Fingern zu pfeifen? Ja, wenn die Rekruten nicht spuren, dann muss man die mal zur Ordnung rufen. Ich hab mich auch wieder gefühlt, wie bei der Armee damals. Aber jetzt, was macht die denn hier? Ich hatte schon erwartet, dass jemand aus dem Gebüsch gesprungen kommt. Was für ein Gebüsch denn hier? Also, seid mal nicht albern. Da hinten steht noch einer. Naja, also Gebüsch ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt. Brauchen wir Überreste. Ja, und so ein bisschen staubgrau und so. Ja, wie dem auch sei. Habt ihr irgendwas herausgefunden? Wir haben eine Statue gefunden. Die sieht aus wie Yalan. Also, das ist reiner Zufall. Ein bisschen aus wie Yalan. Die ist Yalan. Glaubt es mir, wenn ihr Yalan daneben stellt und würdet ihn grau anmalen, ihr würdet den Unterschied nicht erkennen. Ich sage euch, Rafim, wenn man mir Statuen errichten würde, würdet ihr alle den Grund schon kennen. Greifenmund, erstmal würde ich den Grund erfahren, warum er bei euch wieder ein Auge gesprießt ist, wo vorher keins war. Ja, der Rondrianer steht neben euch, grinst zufrieden. Ihr könnt zumindest die Lächelfalten dann erkennen, wenn er da den Stofflappen von Rafim im Mund hat und ihn damit dann zum Schweigen gebracht worden ist. Aber wirklich viel sagen kann er gerade nicht. Ihr stellt so viele Fragen, als gesund für euch wäre. Kommt jetzt endlich. Ja, was das angeht, unser ehemaliger Gefährte Iolaos hatte einige interessante Erkenntnisse zu der Organisation dieses Herren hier. Er lebt noch? Wer ist denn Iolaos? Ein Magus-Kollege. Ah, Karinor, da seid ihr. Ja. Ah, meine Freunde. Ah, ich sehe, ihr seid alle wohl auch sehr gut. Viel zu tun aktuell. Wirklich? Weil, habt ihr wichtige Pflichten, oder was tut ihr? Ah, ich habe diese Zelotin im Tempel befragt, die wir dort eingesperrt haben. Sie scheint noch geistesverwirrter zu sein als vorher. Ja. Die Bekloppte, okay, ja gut. Egal, was ich versucht habe, ich komme einfach nicht zu ihr durch. Habt ihr schon Rauschkraut probiert? Soll wunderbar. Nein, das noch nicht, deswegen war ich jetzt gerade auf dem Weg zur Villa meines Onkels, um dort etwas zu besorgen. Du merkst, wie Rafim auf dich zugeht und dir ein kleines Fläschchen zusteckt. Das soll auch sehr gut helfen, habe ich gehört. Ah, wunderbar, danke schön. Nicht, dass ich es verwenden würde. Verschwindet. Müsst ihr sowas in meiner Hörweite tun? Das ist völlig Raya gefällig. Richtig. Die Götter wollen es. Also, Raya will es. Was die Götter wollen und was die Götter kriegen, sind manchmal zwei verschiedene Dinge. Greifenmund, ihr sagt gerade schon wieder Sachen, die mich euch gar in Frage stellen lassen. Kommt endlich! Mir geht allmählich die Geduld aus. Wollt ihr uns auch niederschlagen? Ja, Greifenmund. Ein wenig Harmonie, bitte. Also, was habt ihr in der Zeit getan? Was habt ihr herausgefunden? Wir haben eine Yalan-Statue gefunden. Und ich sage euch, eine Yalan-Statue. Nicht eine Statue, die
ähnlich aussieht wie Yalan, eine Yalan-Statue. Wer macht denn sowas? Hört auf, solch einen Mist zu verbreiten. Yalan, sag mir, diese Statue war euch nicht wie aus dem Gesicht geschnitten. Okay, hat ein Auge gefehlt, aber der Mann hat gesagt, er hatte früher auch nicht zwei Augen. Also was denn jetzt? Ist es so eine alte Statue, von denen wir schon welche gefunden haben, oder ist es eine von Yalan? Wir haben ein Kettenglied herausgebrochen. Ist eine alte Statue, die aussieht wie Yalan. Ja, das tut mir leid. Also original wie Yalan, wirklich. Ihr werdet verwundert, wenn ihr sie sehen würdet. Ja, die würde ich zu gerne später einmal sehen. Vielleicht können wir sie irgendwo aufstellen. Auf ihm treibt es nicht auf die Spitze. Aber ja, wir können euren Beistand ehrlich gesagt ganz gut brauchen, Kiaras. Der Mann hier ist auch einer von diesen, und der macht mal so eine Handbewegung vor seinem Kopf, von denen, die woanders sind mit ihren Gedanken. Genau zu sein, hat er wohl viel mehr die anderen angestiftet, inklusive dem Goldschmied. Richtig. Oh, also haben wir noch einen Übertäter gefunden. Ja, der andere ist wohl tot, also hat der Goldschmied zumindest behauptet. Das werde ich glauben, sobald ich seine kalte Leiche sehe. Und nicht vorher. Aber Isarun, was habt ihr jetzt gesagt? Was hat dieser Iodaros gewollt? Der kennt sich tatsächlich mit dieser Sekte aus, der dieser Mensch hier angehört. Das und ist sind so, das alte Prioten? Nein, das sind Leute, die einen Dämon anbeten. Einen Dämon? Wale? Ja. Aber ich dachte, sowas würde man spüren. Yalan hat doch sogar sein Preios heiliges Schwert da dem Typen aufs Auge gedrückt. Das müsste doch dann was getan haben, oder ja, nicht? Ja, eigentlich schon. Aber es stellte sich heraus, dass die Lehrmeisterin von Iolaos sich mit dieser Sekte beschäftigt. Und irgendwie kann man das weder auf magische noch auf karmale Weise irgendwie herausfinden. Also irgendwie müssen die eine besondere Dämonenmagie haben, um das so zu verbergen. Wirklich? Das ist... Das ist beunruhigend. Ja, vielleicht der Gegenspieler von Fex, weil die sich verstecken. Scheint mir als einziger sinnvoll. Nein, also keiner von diesen bekannten Erzdämonen, aber ihr erkennt doch die Tage zwischen Raya und Praios. Isarun, also, wir sollten das nicht hier auf diesem Platz besprechen. Ja, das stimmt wohl. Vielleicht sollten ihr meint die dunklen Tage, da wo man nicht rausgeht. Vielleicht sollten wir auch nicht vor dem Gefangenen besprechen, was wir alles über ihn wissen. Jedenfalls, was auch immer er sagt, ist es eine Lüge. Sonst nichts. Das wussten wir bereits. Okay. Gut, dann sollten wir ihn sperren und uns einen ruhigen Ort suchen, in dem wir reden können, denke ich. Können wir diesen Iodaos mal befragen? Oder was macht er jetzt? Klar, der ist da drüben in der alten Residenz. Ah, perfekt. Bei eurer Art von Befragung, Rafim, will ich euch beide nicht im selben Raum sehen. Na wieso, der Mann ist ja hoffentlich auf unserer Seite. Da bin ich doch immer ganz freundlich. Ja, kommt, gehen wir in die Residenz und sperren diesen Mann hier weg. Wir gehen in die Stadt des Lichts. Ohne Umwege. Das stimmt wohl. Vielleicht sollte ich ihn dazu holen. Es wird das Beste sein. Dann sollten wir trotzdem durch die alte Residenz gehen. Ich denke, das ist der einzige Weg, der freigeräumt ist. Sind wir überhaupt würdig, in die alte Stadt des Lichts zu gelangen? Solange ihr den Sonnentempel nicht betreten wollt. Und wie man mir sagt, ist er nicht sehr betretbar. Also ich dachte, die lassen da keine Magier und Glaubensbrüder herein. Aber wir lassen uns überraschen. Ah, super. Ja, so könnt ihr den Weg in Richtung Westen der Stadt antreten. Wobei an den zerstörten, verheerten Toren könnt ihr auch erkennen, wie einige Sonnenlegionäre die Wege immer noch frei machen, da den Bewohnern Hoffnung schenken, diejenigen, die dann aus den Trümmern herausgekommen sind und dann eine Erlösung der Sünden erbitten. Wenn ihr die Stadt selbst erreicht, könnt ihr immer noch den eingebrochenen großen Sonnentempel erkennen, der da von großen Trümmerstücken verheert wurde, das eingebrochene Glas und viele Sonnenlegionäre, viele Prioten, die hier umherlaufen, vor allem auch viele profane Diener, die jetzt hier versuchen, das Ganze wieder aufzubauen. Rafim? Ja? Wir werden jetzt unseren speziellen Freund hier abliefern und uns die Leiche beschauen. Danach... Habt ihr denn eine Ahnung, wie die Leiche aussehen soll? Es gibt nicht so viele. Wir werden sie finden. Okay. Danach werdet ihr euch zu seiner Hochwürden von Wulfen begeben. Und ihm beichten, was ihr getan habt.
Ansonsten werde ich das für euch tun. Wer war nochmal Wolften? Der Alte mit dem Bart. Es gibt viele alte Leute mit Bart. Hier sind wirklich viele alte Leute mit Bart. Der bei unseren Besprechungen dabei war. Schaust du in ein sehr leeres Gesicht? Argos von Wolfen, fragt zur Not. Ich rede gern mit dem Mann. Ich hab ja nichts zu verbergen. Sollte keiner von uns haben. Aber wenn ich mit ihm spreche, würdet ihr dann dabei wohnen? Wenn ihr dies wünscht, gerne. Gerne. Kommt jetzt. Wir haben erst einmal eine Leiche zu begutachten. Ja, so könnt ihr an den übrig gebliebenen, grimmigen und freundlich dreinblickenden Greifenstatuen vorbeigehen, die euch dann flankieren, rechts und links, durch das Preios-Tor hindurch und, blickt euch um. Schaut die zahlreichen Gerüste, die jetzt hier stehen, die Steinmetze, die dann versuchen, das zu retten, was noch zu retten ist. Und geht dann zu einem Teil da, wo die Schriftgelehrten sitzen. Wie gesagt, der Sonnentempel an sich ist eingestürzt und so verheert, dass man da nicht mehr durch das große Rund gelangen kann. Tritt an den Erstbesten heran, der nicht zu beschäftigt aussieht. Euer Ehren, eine Frage, wenn ihr gestattet? Euer zum Gruß. Wie kann ich euch helfen? Wo hat man die Verstorbenen aufgebaut? Verstorbenen? Das waren nur 3 Stück. Die sucht ihr? Die suchen wir. Einen Moment. Ich glaube, man hat sie erstmal in die Keller gebracht. In der Wacht des Sonnenpalastes. Kommt doch bitte mit. Natürlich, hab Dank. Ja, kannst du dann durch die großen Gänge gehen, weiß... gekalkt, beziehungsweise teilweise vergoldet. Einige Bilder, die runtergebrochen sind und jetzt mit gesprengtem Rahmen daneben stehen, ruhen irgendwelche Porträts, die dann gesplittert sind. Und wenn ihr dann 2-3 Treppen nach unten tretet, kannst du dann auf einem Altar, beziehungsweise auf mehreren Altären, 3 verschiedenste Mitglieder dieses Ortes erkennen. Es gibt natürlich noch viele weitere Altäre, die dann zum Aufbahren von Leichen vorhanden wären. Du erinnerst dich, es gab hier mal diesen Raum, wo du Ludolf von Wertling kennengelernt hast. Damals, als er vor der Leiche von Brinn. Ich schweige kurz, bevor ich dann, nachdem ich eingetreten bin. Und dann mache ich mich auf die 3 Altäre zu. Gehe zwischen den Aufgebahrten umher und... Sucht ihr jemanden Bestimmtes? Einen geweihten, ich bin mir über seinen Namen nicht ganz im Klaren. Vielleicht nannte er sich Enarch. Ja, das ist der in der Mitte. Dies hier ist der Sonnenlegionär Aurelian. Könnt ihr ihn auch an der Robe erkennen, wobei die ist mittlerweile sehr blutbesudelt. Der andere hier, das müsste der Inquisitionsratmitglied sein, Graf Gambert von Turanien. Ist leider auch verstorben. Und das ist Enarch. Einen weiteren Namen kenne ich nicht. Zumindest stellt er sich uns so vor. Sie starben allesamt hier in den Trümmern der Festung. Wir sind sehr froh, dass es nur 3 von unseren Brüdern getroffen hat. Es ist seltsam, findet ihr nicht? Was genau? Dass unser Herr, selbst unter Aufopferung des ewigen Lichts, seine schützende Hand über uns alle hielt. Nur diese 3 hier. Aus irgendeinem Grund seine Gunst verwehrt blieb. Uns natürlich schwer getroffen, gerade wenn nun ein ordentliches Inquisitionsmitglied abhandengekommen ist. In der Tat, gerade in diesen Tagen könnten wir sie wohl gut brauchen. Er sagt, es klang so, als kanntet ihr ihn nicht, aber ihr wisst nicht zufällig, wo seine Gnaden Enarch herkam. Sein Heimattempel war. Nein, das hat er nie gesagt. Er ist schon seit einiger Zeit hier. Ich glaube, seit grob 5 Jahren lief er hier umher. Aber ich habe mich auch nicht wirklich mit ihm unterhalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass er Enarch hieß oder heißt, gehießen hat. Darf man fragen, welche Aufgabe er erfüllte in der Stadt des Lichts? Ich glaube, er war ein Schriftgelehrter. Er hat Gesetzestexte übersetzt und sich sehr oft vor allem
Vor allem im Sonnentempel aufgehalten. Gab es Leute, die ihm nahe standen, die mehr über ihn wissen könnten? Nahe standen? Also, diese beiden hier haben wir auch zusammengefunden. Er deutet dann gerade mal auf den Sonnenlegionär Aurelian. Also er meint Aurelian und den Archer. Ja, genau. Die beiden haben wir zusammengefunden, aber ob sie wirklich in Kontakt stehen oder standen, da bin ich überfragt. Da müsste man vielleicht jemand anderes fragen, der sich weiter mit ihnen auseinandergesetzt hat, aber... Kann auch nur ein Zufall gewesen sein. Wurden die Leichname gründlich examiniert? Nein, wir haben sie hier nur aufgebahrt. Was meint ihr damit? Nun ja. Wir sind hier nicht in Winsalt. Das mag sein, aber nichtsdestotrotz muss der Tod, der ja zweifelsohne eingetreten ist, genau examiniert werden. Nicht, dass es, nun ja, andere Ursachen als die offensichtliche hat. Also, guckt euch die Wunden an. Da stecken Splitter von der Festung drin. Ich glaube, das würde jeden anderen auch umbringen. Ich trete mal näher an die Leichnam heran. Stecken da Splitter im Kopf, oder? Vor allem im Oberkörper. Du kannst gerne mal eine Anatomie würfeln, wenn du willst. Das ist natürlich jetzt kein offenes Aufschneiden, aber du kannst zumindest dann, wenn du da herausgerissene Splitter oder herausgenommene Splitter, die dann da eben, um die ganze Würde dann nicht zu nehmen... Nun, die ja. 20 nochmal neu würfeln, oder? Das ist eine gute Idee, ja. Ich setze meinen Chip mal ein. Auch nicht viel besser. Aber dann ist es zumindest gelungen mit 0, ja. Beziehungsweise mit einem Sternchen. Zumindest hat der eine, das musste ein Narch sein, keinen Lungenflügel. Fehlt komplett. Sag, guter Mann, wie kam es zu dieser Entnahme dieses Organs? Wir haben keine Organe entnommen. Entnahme? Aber mir, was sagt ihr da? Nun, diesem Mann fehlt offensichtlich ein Lungenflügel. Nehmt eure Hände da weg. Wie, lasst den Mann in Ruhe. Wie kommt ihr da, also den toten Mann, wie kommt ihr darauf? Seht doch einmal. Er sagt, ihr sollt eure schmierigen Finger da wegnehmen. Ich drücke Abel mir mal so sanft einen halben Schritt nach hinten, bevor es hier noch zu Konflikten kommt. Die Todesursache ist wohl offensichtlich, aber nun ja, die Begleitumstände sind doch etwas mysteriös. Ich denke, wir werden sich der Sache zu gegebener Zeit mal Bruder Stügemar annehmen lassen. Er wird sich ja sowieso um die Balsamierung kümmern müssen. Kurze Frage, was habt ihr mit dem Paladin gemacht, Morondriana? Ich nehme an... Habt ihr den einfach erstmal beim Sonnenlegionär oder so abgegeben? Entweder das, ich weiß nicht, ob alle hier unten sind. Bis jetzt glaube ich nur Abemir und ich. Weiß ich nicht. Von daher nehme ich an, die anderen haben den noch. Ja, ich stehe da oben, neben dem. Ja, ich auch. Ich glaube nicht, dass Rafim den noch aus den Augen lassen würde. Was ist mit Kiaras? Ich war mit den beiden unten. Hat er auch eine Frage gestellt. Dann dürft ihr eine Sinnesschärfe proben. Also die oben? Die unten. Warte, das echt mal steigern. So, auf 13. Wäre gut. Ja, ansonsten... Komm, ich glaube, ich möchte die 17 schippen. Wird das helfen? Ich könnte damit dann über die 13... Nein, das wird nix. Das wird nix. Hätte ich ein 10er Talent wert, würde ich sagen, ja gut, aber so wird das nichts, hast du recht. Ja, ansonsten nichts weiter auffällig. Also, wie gesagt, kannst dann Abel mir so ein bisschen zur Seite nehmen, dass er da nicht mit seinem Finger auf die inneren Organe zeigt, die da freigelegt worden sind. Du siehst da sowieso nur roten Matsch und ja, er wird da wohl schon recht haben. Glaube ich gerne. Möchte ich auch vor dem Schreiber nicht unbedingt laut verkünden. Nun, euer Ehren, hab Dank. Ich denke, meine Befürchtung hat sich bestätigt und Inarch ist unter den Verstorbenen. Ja, wollt ihr sonst noch irgendwas sehen, seine persönlichen Habe, oder seid ihr dazu überhaupt befugt, als Bannstrahler? Wahrscheinlich nicht. Ich denke... Als Mitglied unserer Gemeinschaft sollte in seiner Habe nicht sein, was es wert wäre, verborgen zu werden, nicht wahr? Eigentlich nicht. Gut, wenn können wir euch sonst noch irgendwie helfen? Und wenn ihr die Güte hättet, würde ich sie gern in Augenschein nehmen. Seine Habe? Jetzt doch? Ja. Also gut, dann
Habt ihr ein Schreiben vom Boten des Lichts oder sowas, was euch da bevollmächtigt? Wahrscheinlich nicht, oder? Natürlich nicht. Gut. Dann raus. Ja, ich werde mich dann erstmal zum Gehen. Na, ich zucke auch nur die Schulter und gehe damit. Beim Hinausgehen flüstere ich zu Yalan. Für Sucher der Wahrheit sind sie ganz schön verschlossen, nicht wahr? Wahrheit ist ein hohes Gut. Nicht anders, das ohne Bedenken verbreitet werden sollte. So. Doch, ihr habt einen kuriosen Punkt aufgebracht, dass um das Licht verschwunden ist und nur diese drei gestorben sind. Die immer noch gemeinsam gefunden wurden, zwei davon. Und es ist in der Tat seltsam, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendwelche Anschuldigungen formen sollten. Es ist dennoch möglich, dass Praios seine Anhänger geschützt hat und diejenigen, die nicht wahrlich geglaubt haben, nicht geschützt hat. Aber wie können sie unter Praios Licht existieren? In der Nähe seines heiligsten Ortes? Sagte Isarun nicht gerade eben etwas davon, dass sie sich schützen können vor magischen und kamalen Wirken? Nun, sich schützen können vor dem Wirken der Götter und sich schützen können vor dem Angesicht des ewigen Lichtes sind zwei verschiedene Dinge. Nun, soweit ich verstanden habe, ist das ewige Licht ein Wirken der Götter. Und doch ist es eine ungleich mächtigere zur Schaustellung von Praios Macht gewesen, schätze ich, als wir seine Diener sie hätten hervorrufen können. Wenn man geschützt ist vor Magie, dann wirkt es auch nicht, wenn man einfach nur mehr Magie wirkt, oder? Hier ist aber keine Magie im Spiel. Nun, allerdings, wenn ihr geschützt ist vor Götterwirken, bringt es auch nicht, einfach nur mehr Götterwirken einwirken zu lassen, oder? Auf Haros sengendem Blick kann kein Ketzer bestehen, egal wie gut er sich schützt. Anscheinend hat es nicht geholfen, sonst wäre er nicht tot, oder? Seht ihr? Ja, so geht ihr die Treppen wieder nach oben und könnt dann am Richt- und Feuerplatz vorbeigehen, an der Kirchenakademie. Könnt da sehen, wie an einer offenen Schmiede wohl auch die ersten Sonnenzepter wieder gefertigt werden für die neuen Praios-Geweihten, wenn sie dann irgendwann berufen werden. Viele Verluste gab es ja, vor allem dann auch im Keil des Lichts. Könnt an der Garnison der Sonnenlegion vorbeigehen, die durch das Feuer gänzlich zerstört wurde. Ein kleiner schmuckloser Bau, der jetzt daneben wohl gefertigt wird. Sehr, sehr ja, profan, möchte man meinen. Und könnt dann wieder auf Raphim und Isarun zugehen. Könnt daneben immer noch den schwarzen Paladin erkennen, der mit seinem ja, Tuch da steht, mit seinem, damit er nicht sprechen kann, der immer noch grinst. Ihr, Grinsemann, habt jetzt eine Verabredung mit dem Inquisitionsgefängnis. Zuckt nur mit den Schultern. Ich nehme das mal mit. Und dann zu den anderen beiden. Und kommt, wir bringen ihn hier erst unter, dann können wir in Ruhe die Lage besprechen. Richtig.